Hältst du dich für jemand, der gut organisieren kann oder der eher flexibel ist und offen für Neues? Nun, die Fähigkeit zu organisieren ist einer der wichtigsten Faktoren, um Ziele zu erreichen. Und mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und auch zugelassener, zertifizierter Potenzialberater nach der Methode Birkmann. Meine Aufgabe wird es heute sein, dir die dritte Komponente der insgesamt 11 Komponenten, die Birkmann in einem Persönlichkeitstest analysiert, zu verdeutlichen, was es bedeutet, Stärken zu haben im Bereich der Organisation und noch viel wichtiger, was es bedeutet, die Bedürfnisse zu kennen und zu erfüllen. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, dir ein wenig klar zu machen, wie diese Fähigkeit des Organisierens auf der einen Seite abgebildet werden kann, aber noch viel wichtiger, was das Bedürfnis dahinter ist. Denn ich selbst habe in drei Behörden gearbeitet, damals noch als Angestellter, und ich war nirgendwo zufrieden, ich wusste aber nicht warum, und dank dieser dritten Komponente des Organisierens habe ich das verstanden. Schauen wir uns das nun mal ein bisschen näher an. Es gibt also auf der Ebene des Normalverhaltens gibt es zwei extreme Stärken. Die eine Stärke ist es, dass jemand sehr genau organisieren kann und der Reihe nach abarbeitet. Das ist zum Beispiel bei meinem Test das Dreieck hier und bedeutet, egal welchen Struktur von Aufgaben du mir hinschmeißt, ich bringe das in eine gewisse logische Reihenfolge, nachdem das Ziel klar ist, und dann arbeite ich Schritt für Schritt ab. Nun, da gibt es das Gegenstück der Fähigkeit zu strukturieren, zu organisieren. Das sind die Menschen, die eher flexibel und offen sind. Das heißt, die gehen dreimal die gleiche Aufgabe an, dreimal das gleiche Projekt und machen es jedes Mal anders. Die lassen sich also jedes Mal eine neue Methode einfallen, machen das hier mal so und dann liegt die Datei mal hier auf dem Rechner und dann mal dort und dann wird dort eine Ablage gemacht und hier was an die Wand gehängt. Es ist also jedes Mal anders. Nur die Frage ist, was ist gut, was ist schlecht? Das hängt natürlich immer davon ab, wo du tätig bist. Wenn du beispielsweise Logos entwickelst oder Webseiten machst und die sehen jedes Mal gleich aus, nun, das könnte dann dem Kunden nicht so gefallen. Deshalb kann es sein, wenn man hier was Offenes oder was Neues entwickelt, also problemlösungsorientiert, kreativ tätig ist, kann das sehr hilfreich sein, auch als Musiker natürlich, ständig was Neues zu entwickeln. Wenn deine Aufgabe ist, aber Prozesse im Projektmanagement systematisch abzubilden, ein hohes Qualitätsniveau abzubauen, die Ergebnisse auch verbindlich zu erreichen, zum Beispiel was wir machen, Kreditanträge, Businesspläne zu schreiben oder gewisse Firmen in einer gewissen Reihenfolge richtig zu gründen. Nun, wenn man da einen Schritt vor dem anderen macht, kann es sein, dass das gesamte Projekt schief geht. Also von daher gibt es kein Gut oder Schlecht und in der Mitte, wenn die Auswertung bei dir hier stehen könnte, dann wäre das ein sowohl als auch beides vorhanden. Du kannst also auswählen. Die größten Stärken sind natürlich hier in der Mitte, wenn man die Wahl hat. Kommen wir nun aber zum Wichtigsten. Das ist dein Bedürfnis. Und das Bedürfnis wird häufig vernachlässigt, weil unbekannt. Bedeutet, wenn du nicht weißt, was du brauchst, wie sollst du sicherstellen, wie sollst du das einfordern, damit dein Bedürfnis gestillt ist. Und es gibt hier zwei Extreme. Die einen Menschen, und so eine Mitarbeiterin hatte ich auch, die brauchen ganz präzise Vorgaben, wie sie etwas tun. Also ein Prozessschritt mit 35 Punkten. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, dann Rapport, dann sechstens, siebtens, Achtlage, neunten, zehnten, elften, 15. Und wenn bei Nummer 15 das nicht klappen sollte, gibst du den Ausweichprozess 15b und dann gehst du dann bis 20 und kommst dann bei Punkt 21 wieder zurück. Also es gibt Menschen, die brauchen das. Das Gegenstück dazu, es gibt auch Menschen, die brauchen leider das Gegenteil. So wie ich. Bei mir ist es so, ich brauche nur einen groben Rahmen, eine grobe Vorgabe. So nach dem Motto, Herr Schäfer, da hinten am Hügel ist der Feind, nehmen Sie den Hügel ein. Das reicht mir völlig aus. Das hat aber bei einer Bundeswehr mein Zugführer nicht gemacht. Er hat mir gesagt, Herr Schäfer, mit Ihrer Gruppe gehen Sie links unter der Brücke durch, dann durch den Graben hinter dem Hügel dreimal rum und dann über den Baum nach rechts. Das habe ich schon abgeschaltet, weil ich schon mal einen eigenen Plan hatte. Und deshalb ist es auch hier wichtig zu wissen, was dein Bedürfnis ist. Wenn du beispielsweise das Bedürfnis hast, grobe Vorgaben nur zu bekommen, dann wird es schwierig zu sein, für dich in einem Team, in einer Firma anzufangen, wo dir jeden Tag ein Chef sagt, was du in welcher Reihenfolge tun sollst. Das hat nicht zur Folge, wenn das passiert, dass du in einen Stress kommst. Und bei mir ist es beispielsweise so, je mehr mir jemand sagt, was ich tun soll, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich das jemals zu Ende führe.
Ich wiederhole das nochmal. Wenn du zu diesen Menschen auch gehörst, die Freiheit brauchen in der Struktur, du brauchst also nur einen großen Rahmen und du musst wissen, was dein Ziel ist, du musst wissen, wo du bist, dann wirst du wahrscheinlich selbst den besten Weg finden und die einzelnen Schritte und das aufbauen. Und wenn du das nicht bekommst, diese Freiheit, sondern du einen Chef hast, der Mikromanagement macht und dir jeden Tag jeden Schritt vorschreibt, dann könnte dich das in Stress bringen und du kriegst nichts mehr zu Ende und gebacken. Nun, das habe ich in drei Behörden erlebt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und in der Selbstständigkeit habe ich diese Freiheit. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die müssen nicht nur wissen, wo sie stehen, wo sie hin sollen, sondern die brauchen jeden Schritt. Und wenn du die losschickst und sagst, hier, das ist dein Prozess, was du machst in der Reihenfolge, dann kommen die auch in Stress und diese werden dann im Stressverhalten pedantisch. Die sagen, aber das haben wir noch nie so gemacht und da können wir jeder kommen und überhaupt, das sind doch die Regeln. Und die kommen dann in Stress und werden dann ganz systematisch pedantisch. Also auch hier ist es so, dass du Bedürfnistanks hast, die es zu füllen gilt. Und in dem Fall gilt es dir, den richtigen Arbeitsprozess, den richtigen Arbeitsplatz, die richtige Führungskraft auch zu suchen oder das zu kommunizieren. Meine Aufgabe zum Beispiel ist es zu sagen, wenn ich irgendwo tätig bin, zu sagen, Leute, ich brauche das Ziel, und ich muss wissen, wo ich bin. Den Rest mache ich alleine. Dann ist mein Bedürfnistank gefüllt und ich kann meine Stärken der Organisation voll ausleben. Diese Menschen wiederum, die eher auf diese Seite gehören, die dürfen auch das Minimum an Regeln und so weiter nicht unterschreiten. Die haben die Aufgabe zu kommunizieren, dass sie genaue Vorgaben, genaue Ablaufpläne, Checklisten, Methoden, Prozesspläne brauchen, um zu wissen, was sie tun sollen. Nun, wo kommen diese Bedürfnisse her? Klar, das ist dann geprägt, erworben, vielleicht in der genetischen Disposition, in Verbindung mit dem Elternhaus, der Schule, irgendwie im Unterbewusstsein festgelegt. Du kannst es schwer verändern. Denke daran, je mehr du deine Bedürfnistanks voll hast, desto mehr kannst du deine Stärken hier auch ausfüllen. Das, was du wirklich als zweites auch verändern kannst, außer dass deine Bedürfnistanks voll sind, ist zu überlegen, ob du hier neue Fähigkeiten lernen willst. Also wenn du beispielsweise hier bist, flexibel und offen, kannst du vielleicht ja Methoden kennenlernen, mit denen du organisierst, strukturierst, mit denen du über Wiedervorlagesysteme und Kapazitätenverwaltungs- und Gantt-Diagramme und Flowcharts dir einfach Fähigkeiten erwirbst, auch organisieren zu können, dass du dann hier in die kompetente Mitte kommst. Zusammengefasst bedeutet das also, dass dein Arbeits-, dein Lebensgefühl, dein Glücksgefühl hängt auch davon ab, was du brauchst. Und erst wenn du das weißt, was dein Bedürfnis ist und du dir dann auch einen Kontext, also einen beruflichen Rahmen, einen Arbeitsplatz, eine Führungsstruktur und Personen suchst, die das dir gibt, dann wirst du auch deine Stärken einsetzen können, zufrieden bei der Arbeit sein und vor allen Dingen gute Leistung bringen. Auf der anderen Seite, ignorierst du das? Nun, dann gehst du hier in den Keller und hier unten, das ist das sogenannte Stressverhalten. Und die Symptome sind, dass du entweder nicht zu Ende gebacken bekommst. Das bedeutet, du hast zu wenig Freiheit bei der Auswahl der Vorgehensweise. Oder es kann sein, dass dein Symptom ist, dass du auf Regeln pedantisch rumklopfst und sagst, haben wir ja schon immer so gemacht und so weiter. Dann ist es deine Aufgabe, in deinem Umfeld mitzuteilen, dass du genaue Vorgaben, Checklisten, Pläne, Prozessanweisungen brauchst. Solltest du weitere Fragen haben, wie du deine Persönlichkeit optimieren kannst oder herausfinden kannst, was deine Bedürfnisse, deine Stärken, deine Stresssymptome sind, dann geh gerne auf unsere Website birkmann.info. Dort kannst du dir mehr Informationen zukommen lassen, wie der Test funktioniert, was auch die Kosten und die Bedingungen sind, wenn du den Test selbst machst oder mit einem Team oder für neue Mitarbeiter aussuchen willst. Gerne aber kannst du auch den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch auswählen. Abonniere gerne unseren Kanal, empfehle uns weiter und ich wünsche dir viel Erfolg, deinen Lebenskontext so zu gestalten, dass du zufrieden bist, deine Bedürfnisse erfüllt werden und noch viel wichtiger, dass du für dein Team, für das du verantwortlich bist, auch die Funktion, Position und Rahmenbedingungen so schaffst, dass jeder zufrieden seine Stärken ausleben kann. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.